Wenn wir hier im Magdeburger Dom oder an anderen Orten zusammen Gottesdienst feiern und singen und zusammen beten und Gottes Wort hören, denke ich manches Mal, dass ja zeitgleich an ganz vielen Orten Menschen das gerade tun und dass wir dadurch wirklich auf eine besondere Weise verbunden sind. Und wenn hier die Sonne untergeht, geht sie woanders auf und auch dort sind Menschen, die zusammen beten und singen und Gottesdienste feiern. In ihrer Tradition. Einmal im Jahr, am ersten Freitag im März, tun wir das gemeinsam. Mit fast den gleichen Worten, mit dem gleichen Bibeltext, mit ähnlichen Worten, immer mit einem Motto und immer mit den Worten aus einem besonderen Land. Ich finde, das hat eine ganz starke Kraft und das verbindet uns und das brauchen wir in diesen Tagen. In diesem Jahr kommen die Texte von palästinensischen Christinnen. Und ich glaube, das geht uns vielleicht in diesem Jahr besonders nah. Denn dort herrscht Krieg und wir sind vielleicht auch unsicher, wie wir die richtigen Worte finden in diesem Jahr. Aber ich glaube, wenn wir einfach beten für die Menschen dort, in Israel, in Gaza, für die Menschen um Israel, drumherum in den anderen Ländern, dann werden es die richtigen Worte sein. Worte des Friedens und der Sehnsucht nach Frieden. Lasst uns miteinander verbunden sein am ersten Freitag im März zum Weltgebetstag.